Hallo. Die liebe Beautycam Cam hat mich gefragt, ob ich mit ihr zusammen wieder ein kleines Video machen möchte. Also sie ein Make-up, ich ein Nageldesign und zwar zu Scarlet Overkill aus dem neuen Minions-Film. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Ich hatte auch eine schöne Vorstellung in meinem Kopf, wie das am Ende aussehen sollte. Ich habe nämlich die komplette Scarlet auf meine Hand gebracht mit ihrem pinken Kleid, mit ihrem Hals, wo sie dieses Band trägt, das schwarze, ihre schwarzen Haare in diesem Bob, die Sonnenbrille und ab dann ging es steil bergab, denn es wurde einfach nicht schön. Naja, leider ist mir dieses Design überhaupt nicht gelungen. Ich weiß auch nicht, wie ich es hätte anders machen sollen, dass es vielleicht trotzdem gut aussieht. Die Nase ist vermutlich am schlimmsten geworden. Keine Ahnung, was ich da hätte irgendwie anders machen sollen. Ich habe auch erst überlegt, die Nase wegzulassen, aber das hätte ja auch nicht gut ausgesehen. Ich weiß auch nicht. Naja, jedenfalls war ich dann so deprimiert, dass ich mir überlegt habe, okay gut, was kannst du denn noch machen? Wie wär's denn mit einem Scarlet Minion? Also quasi einem Minion, der so aussieht wie Scarlet. Naja, gesagt, getan. Ich habe dazu meine ganzen Nägel schwarz lackiert, unten das Stück, wo quasi die Minions ihre blaue Hose anhaben, habe ich das pink gemacht für ihr Kleid. Dann natürlich wieder die Sonnenbrille und dieses verwegene Lächeln. Verwegen ist es nicht, aber so speziell. Aber das sieht genauso scheiße aus. Ich weiß auch nicht. Es wollte und wollte mir einfach nicht gelingen, aber ich bin mir total sicher, dass das Make-up bei der lieben Beautycam Cam total schön geworden ist, denn die liebe Scarlet und die liebe Beautycam Cam haben so ziemlich dieselbe Frisur, oder zumindest eine ähnliche, und ich denke auch sonst wird sie das ganz toll hinbekommen, nicht so furchtbar fehlschlagen wie ich, aber hey! Es war der Versuch wert und immerhin, jetzt wisst ihr schon mal, wie ihr es nicht machen solltet. Ist ja auch was, ne? Also, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! I'm gonna go to bed.